Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Rapper Style Check Video, weil sich das extrem viele gewünscht haben. Ich hatte ja auch in der Insta-Story, welchen Deutschrapper ich wieder nehmen soll. Also ich habe Rapper hingeschrieben, aber ich habe mich jetzt nur für Deutschrapper entschieden. Also da kann man meistens auf jeden Fall Scoozy drin vor, aka Lil Lightskin. Also die meisten kennen ihn halt unter Lil Lightskin. Die zweite Wahl wäre auf jeden Fall noch Trippy Boy gewesen. Und Lil Lano. Nice auf jeden Fall. Sehr viele andere Rapper, aber meistens habe ich gesehen, dass die da Scoozy, also Lil Lightskin, meistens reingeschrieben haben. Weil ich finde sein Style eigentlich auch sehr nice, also generell. Der hat seinen Style auf jeden Fall krass entwickelt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir über Scoozy ein Video, weil das ist bestimmt auch interessant für die Leute. Fangen wir auf jeden Fall mit dem allerersten Outfit an. Vorab, Leute, wollte ich mich nochmal für den krassen Support in letzter Zeit bedanken. Also ehrlich, die YouTube-Abos und Instagram-Abos steigen immer mehr, Leute. So, Leute, das allererste Outfit wäre auf jeden Fall hier in einem komplett schwarzen Outfit. Ich finde das eigentlich auch ganz nice, also das kommt nice rüber bei ihm. Als allererstes hat er hier ein Lowlight Hoodie, und wenn es mich täuscht, ja, ein Lowlight Hoodie. Ich weiß nicht genau, aus welcher Kollektion der ist. Ich glaube, der ist aus 2019. Aber ich bin mir nicht ganz genau sicher. Der ist auch sehr cool. Also generell Lowlights gefällt mir sehr gut, weil es auch momentan eine meiner Lieblingsmarken und die Brand ist auf jeden Fall noch ein bisschen underrated, meiner Meinung nach. Darauf trägt er eine Jeanshose. Ich würde sagen, die ist von Levi's. Also das sieht wie Levi's aus. Und darauf trägt er die Travis Scott Cactus Air Force, die auch sehr cool rüberkommen. Vor allen Dingen im Herbst, das Bild. Ist auf jeden Fall jetzt auch schon ein, zwei Monate her, wo er ein Instagram neu gestartet hat. Also er hat ja jetzt unter seinem neuen Künstlernamen Scoozy einen ganz neuen Feed gepostet. Ich fand seinen alten zwar irgendwie ein bisschen besser, also ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber irgendwie interessanter. Aber sein neuer ist auch sehr cool, nur schade, dass er alle Bilder offline genommen hat mit seinen ganzen Freunden und so, weil das finde ich immer auch ganz cool gewesen. Vor allem das von Black Lives Matter fand ich mega nice. Als nächstes hätten wir hier ein komplettes 6PM Outfit von der Love Hearts Kollektion. Als allererstes trägt er hier den Fuck Love Hoodie in Grau, den ich ja auch selbst habe. Den feiere ich sehr, weil ich finde diese drei Farben mit dieser Bestickung von 6PM sehr cool. Vor allem dieses Grau gefällt mir auch gut und der Fit ist auch sehr nice. Darauf trägt er die seltene Dior Bag, die er glaube ich von Vali Team bekommen hat. Finde ich auch sehr cool. Nur ich mag nicht so diese Clutches, weil die mir ein bisschen zu klein sind, aber ich finde bei ihm steht es perfekt. Ist auf jeden Fall auch selten, würde ich sagen. Also die habe ich bis jetzt erst bei einem Kollegen von mir gesehen und bei ihm und bei von irgendeinem Typen aus Stuttgart, aber ich weiß seinen Namen nicht mehr so ganz genau. Darauf trägt er noch die Fuck Love Track Pants, die jetzt nicht so mein Geschmack ist, weil das ist mir zu plakativ irgendwie. Ich hatte ja auch so eine von Peso, wo das so dieser Schriftzug oben drauf steht. Aber ich finde dieses Fuck Love und dann nochmal da unten Fuck Love links unten ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Die habe ich mir auch nicht gekauft. Also ist ja meine ehrliche Meinung, gefällt mir nicht so. Darauf trägt er die Air Max. Leute, sorry, dass ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Die Schuhe sind auch sehr cool. Die sind auch, würde ich sagen, selten. Also die liegen schon, haben einen hohen Reset. Ich weiß nicht genau, was er dafür bezahlt hat. Aber sind auf jeden Fall sehr coole Schuhe, meiner Meinung nach. Einer der besten Air Max, die auf jeden Fall rausgekommen sind. Also generell Air Max feiere ich jetzt nicht so. Aber den will ich auf jeden Fall tragen, weil der ist auf jeden Fall cool. Generell, das Outfit passt auch perfekt zum Bild. Hat er bestimmt auch darauf geachtet, dass das alles perfekt matcht. Und ich hätte fast die Cap von ihm vergessen. Das ist, glaube ich, eine NBA Cap, wenn ich mich nicht täusche, ist auch eine sehr coole Cap. Er trägt ja generell oft Caps, weil ich finde, es passt perfekt zu seinen Haaren, die dann da so rausschauen. Als allernächstes hätten wir hier nochmal ein älteres Bild von ihm, also was heißt älter, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal 3 bis 4, 5 Monate alt. Hier trägt er die Off-White Presto in Weiß, die habe ich auch in Schwarz. Meine Lieblingspresto und einer meiner Favorite Off-White Kollaborationen. Darauf trägt er eine Lowlights Cargo noch, finde ich auch sehr cool. Und darauf nochmal diesen Lowlights Hoodie, der auch mein Fave von Lowlights ist. Also ich feiere ja den anders mit diesen Glitzern drauf. Es kommt jetzt auch ja nochmal zu der Black Friday Kollektion ein neuer da raus. Darauf würde ich sagen, trägt ja noch die Cap, aber ich weiß nicht genau von welcher Marke die Cap ist, weil die halt falsch herum ist und vorne komplett schwarz. Aber das Outfit ist bis jetzt das Lieblingsoutfit von mir, weil ich feiere die weißen Prestos extrem und darauf noch die Dior Bag, habe ich fast vergessen. Passt nochmal perfekt zu den weißen Prestos. Der kleine Süße und ich habe seinen Namen leider vergessen. Ist auf jeden Fall ein cooles Outfit. Halt Classic meistens bei ihm, aber das feiere ich auch. Es gibt auch ein paar ausgefallenere Outfits von Scoozy, aber habe ich leider nicht mehr gefunden. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Outfit. Hier hätten wir aus dem Sommer, wo die Peso-Kollektion gedroppt ist. Hier trägt auf jeden Fall die Travis Dunks. Darauf meine geliebte Peso-Jeans, also wirklich diese Jeans feiere ich unnormal. Und darauf nochmal den Peso-Zip-Up, den ich auch sehr nice finde, vor allem dieses blau-lila, einer meiner Lieblingsfarben, auch mein Lieblings-Zip-Up, würde ich sagen, mit dem 6PM-Zip-Up. Und darauf halt wieder die Dior
Bag. Mittlerweile hat er ja auch eine Prada Bag, also die gleiche, die ich auch habe. Kommen wir aber dann im späteren Outfit nochmal besser drauf ein. Ist halt wieder perfekt abgematcht. Also die Travis Dunks sind eben einer meiner Lieblingsschuhe, weil dieser Schuh ist ehrlich so nice und so clean. Was bei Letkin auch noch, glaube ich, sehr nice kommen wird. Ich hoffe, den hat er sogar, aber ich bin mir nicht ganz genau sicher. Den 4er Off-White. Also der ist ja auch momentan mein Lieblingsschuh, aber wirklich sehr nice Outfit. Schreibt gerne mal rein, wie ihr Scoozy Style findet. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Wir sind auch beim allerletzten Outfit angekommen. Meiner Meinung nach das beste Outfit auch. Hier hätten wir als allererstes trägt er die 4er Metallic Red. Auch sehr nice Schuhe, die wollte ich mir holen in Lila. Und darauf trägt er, glaube ich, wieder eine Levi's Hose oder eine Carhartt Hose. Aber ich würde eher sagen, das ist eine Levi's Hose. Und darauf trägt er wieder den Fuck Love Hoodie in Grau. Auch ein sehr cooler Hoodie. Und darauf die Family and Friends Jacke von 6PM, die meiner Meinung nach sehr nice ist. Aber mir stehen keine College Jacken, also außer ich hole mir jetzt vielleicht noch vom Kollegen eine College Jacke. Und darauf trägt er die Prada Bag, die natürlich sehr, sehr wild ist und wieder was Neues bei ihm ist. Prada Bag ist auf jeden Fall momentan auch mein Lieblingspiece von mir. Er hat sich die ja auch gezogen, deswegen sehr, sehr cool. Im Hintergrund sieht man auch seine Dior Keyhole. Finde ich auch sehr wild, hat er ja auch schon etwas länger. Also ich glaube seit einem Jahr oder ein halbes Jahr hat er sie schon. Passt auf jeden Fall auch perfekt zu ihm. Ich finde sein Style passt wirklich ehrlich gut zu ihm, ohne auf No Schleim. Man kann ihn auf jeden Fall mit seinem Style identifizieren, meiner Meinung nach. Also er trägt meistens immer entweder immer so schlichtere Outfits oder so komplett mit Farben gemixt. Finde ich sehr krass bei ihm. Dieses Outfit ist auf jeden Fall auch sehr cool. Mein Lieblingsoutfit aus dieser Episode. Und ja, Leute, schreibt gerne mal, wie ihr das Video fandet und welchen Rapper ich als nächstes so ein Style-Check-Video machen soll. Lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, wie ihr das Video fandet und natürlich ein Abo da. Das war's mit dem Video. Peace.